Heather wischt sich zornig über die Augen. Sie löst sich von mir und stapft in den düsteren Flur vor uns. Ich beeile mich, ihr zu folgen. Wir nehmen einen Aufzug, der uns nach zwei Etagen tiefer bringt. Ab hier muss ich selbst den Schildern folgen, denn hier herunten war ich auch noch nie. Eine große, metallisch glänzende Doppeltür kommt in Sicht. Davor zwei Kampfroboter der Armee. Nicht die vergleichsweise harmlosen Mr. Guzzis von oben, sondern die U.S. Army Sentry Bots, die nur in Bereichen der höchsten Sicherheitsstufe verwendet werden. Sie bestehen aus einem Tripod, der mit Rädern versehen ist, einem gedrungenen Rumpf und zwei Extremitäten, die entfernt an menschliche Arme erinnern. Jedoch handelt es sich dabei um starke Waffensysteme. Links befindet sich eine 12mm Gatling-Kanone, rechts ein Mini-Raketenwerfer. Der gesamte Bot weist eine starke Panzerung auf, mit einem Wort, er stellt eine tödliche Bedrohung dar. Der linke der beiden Sentries scheint defekt geworden zu sein. Seine Arme mit den Waffen hängen schlaff nach unten. Die Lampen in seinem Kopfbereich sind erloschen. Der rechte jedoch richtet sich bei unserem Anblick auf, hebt die Arme und richtet die Gatling-Kanone auf uns. Halt! Zutritt zu diesem Bereich nur mit entsprechender Autorisierung! Zeigen Sie Ihren Ausweis vor oder treten Sie zurück. Zuwiderhandeln resultiert in Exterminierung. Wir bleiben stehen. Ich deute auf das kleine Terminal, das sich neben der Tür befindet. Leise sage ich zu Heather, das dort ist ein Robco Standard Terminal. Es beinhaltet die Türsteuerung sowie auch über Subroutinen die Statusbereiche der Wachroboter. Hinter dieser Tür gibt es ohne Zweifel noch viel mehr dieser Bots. Wir werden nie an ihnen vorbeikommen. Deine Aufgabe wird es also sein, dich in die Robotersteuerung zu hacken und ihren Status auf inaktiv zu stellen. Das kann normalerweise nur von Systemtechnikern oder den hier diensthabenden Ranghöchsten Offizieren durchgeführt werden. Die gibt es aber alle nicht mehr. Jetzt zeig, was du kannst. Aber warte, bis ich den Bot abgelenkt habe. Und beeil dich, uns läuft die Zeit davon. Vor allem deinen... unseren Kameraden in Vegas. Die Agentin nickt knapp. Ich sage zu Kimble, Warten Sie hier und bleiben Sie bitte bei Heather. Beschützen Sie sie, wenn nötig. Sie ist die Einzige, die uns den nötigen Zugang verschaffen kann. Der Präsident nickt knapp und, und ich gehe auf den Wachroboter zu. Halt! Zutritt! Ja, ich habe verstanden. Scanne mich. Kurze Summen. Dann Willkommen, Dr. Lucinda Bell O'Leary. Ihre Sicherheitsstufe erlaubt nicht das Betreten dieses Bereichs. Bitte treten Sie zurück. Ich möchte ihn auch gar nicht betreten, aber ich habe verdächtige Aktivitäten weiter hinten in Sektion C bemerkt. Ich glaube, Spione der Kommis haben die Anlage infiltriert. Die Guzis sind total überfordert. Bitte komm mit und kümmere dich darum. Der Roboter richtet sich auf, die Waffen angriffslustig vorgestreckt. Kommis, hier, ich werde sie exterminieren. Ich winke ihm, mir zu folgen, während ich den Weg zurückhaste, den wir gekommen sind. Sehe ich, wie Heather bereits wie besessen auf die Tastatur des Terminals hämmert. Dort entlang! Ich winke dem Roboter und führe ihn zu dem Aufzug, mit dem wir vorher nach unten gekommen sind. Die Maschine nimmt anscheinend keine Notiz davon, dass sich außer uns überhaupt niemand mehr hier befindet. Nun gut, seine KI ist nur darauf programmiert, Wachfunktionen auszuüben, nicht sich um seine Umwelt Gedanken zu machen. Ich werde den Sentry nie dazu bewegen können, in den Lift zu rollen. Stattdessen biege ich ab und zeige in einen langen Flur, von dem scheinbar unzählige Türen abgehen. Dort vorne irgendwo sind die komischen Gestalten. Der Roboter rollt bereits in die Richtung. Dabei ertönt seine blecherne Stimme. Sofort rauskommen, ihr Kommi, Schweine! Ich blicke ihm einen Moment lang nach und schüttel den Kopf. Total paranoid. Viel Zeit bleibt uns nicht, bis der Sentry merken wird, dass es gar keine Feinde gibt. Ich renne zurück in Richtung Tor, wo Heather nach wie vor verbissen vor sich hintippt. Zahlenreihen flimmern über den kleinen Bildschirm und ich überschlage kurz die Zeit. Ich bin sicher, es ist nicht mehr als eine Stunde seit unserem Abflug von McCarran vergangen. Es muss also knapp nach 5 Uhr sein. Wie läuft's? frage ich rasch. Heather reagiert nicht. Ihre schlanken Finger klappern über die Tastatur. Wenn sie es nicht bald schafft, dann wird der Roboter zurückkommen. Sobald er uns bei dem Terminal sieht, wird er wahrscheinlich ohne zu zögern anfangen zu schießen. Die Agentin flucht leise vor sich hin, tippt noch hastiger. Schon höre ich das dumpfe Rollen des Sentries hinter uns. Gleich wird er hier sein. Heather, der Bot kommt wieder! Ja, verdammt, ich höre ihn! Gleich, ich hab's gleich! Der Roboter kommt heran. Wir haben es nicht geschafft. Noch einmal wird er sich von mir nicht mehr an der Nase herumführen lassen. Schon ertönt eine mechanische Stimme. Treten Sie von dem Terminal zurück. Ihre Sicherheitsstufe erlaubt keinen Zugang zu diesem Bereich. Mr. President, wir müssen ihn ablenken. Schnell, schreie ich. Ich zeige hektisch in eine Richtung. Kimble versteht. Wir müssen uns aufteilen, um den Roboter zu verwirren. Er kann immer nur von einem, <laughs> nur einen von uns folgen. Und vor allem müssen wir ihn von Heather und dem Terminal wegbringen. Kimble winkt und läuft dann in Richtung eines Seitengangs. Ich renne zurück in den Hauptflur, der zum Lift führt. Der Sentry dreht sich unschlüssig im Kreis, versucht die Bedrohung einzustufen. Ich helfe ihm dabei, indem ich ein, eine kalte Kaffeetasse nehme und sie in seine Richtung schleudere. Kaffeetassen gegen Gatling-Kanonen. Die Mündung der Minikanone beginnt sich rasend schnell zu drehen. Dann speit sie todbringendes Feuer. Ich werfe mich auf den Boden. Über mir werden Brocken des Stahlbetons, aus dem die ganze Anlage errichtet ist, aus der Wand gerissen. Holztüren splittern. Dann höre ich das Rumpeln des Bots, der in meine Richtung rollt. Stirb, du Komm Abschaum! Die Angst vor dem Kommunisten hat uns unser Land beherrscht, solange ich denken kann. Ich wurde 2050 geboren. Bereits 2052 begannen die Ressourcenkriege. Öl. Es ging immer nur um das verdammte Erdöl. Alle wollten es haben. China, die UdSSR und natürlich wir. God's own country. Wie vermessen wir doch waren. Wie verbissen und kleingeistig. Hierher, du Blechern, fang mich doch! Kimball ruft von weiter weg. Auch er hat anscheinend irgendwas nach dem Roboter geworfen, denn das Rumpeln entfernt sich und ich, und ich zwinge mich wieder auf die Beine. Schweres MP-Feuer hinter der nächsten Kurve. Der Präsident weiß hoffentlich, was er tut. Gut. Immerhin war er einmal Elitesoldat. Vielleicht hat er ja noch ein paar Ideen. Meine Angst ist es, dass der Sentry, wenn einmal die normale Munition für seine Minikanone verbraucht ist, von seiner zweiten Waffe Gebrauch machen wird. Wenn er hier herinnen mit seinem Raketenwerfer rumschießt, dann gute Nacht. In den nächsten Minuten laufen Kimball und ich also herum und lenken den Bot von Heather ab. Dann verstummt die Minikanone. Miss O'Leary, sind Sie da irgendwo? Ja, Sir, im nächsten Gang. Ich glaube, es wird gleich ungemütlich. Unser Kamerad wird nun bestimmt zu seiner anderen Waffe wechseln. Bleiben Sie in Deckung, ich kümmere mich um ihn. Seien Sie nicht töricht, Sir. Gegen den Raketenwerfer gibt es kaum einen Entkommen. Laufen Sie davon, niemand erwartet von Ihnen Heldentaten. Sie werden noch gebraucht. Ach ja, als was denn? Als Buhmann, den man das Versagen der NCA an der Mojave in die Schuhe schieben kann? Dann lieber hier ehrenvoll im Kampf sterben. Ehrenvoll sterben? Was soll Ehre mit Sterben zu tun haben? Verdammt, Kimpel! schreie ich respektlos. Ihre Aufgabe ist es, am Leben zu bleiben. Heather und ich haben nicht unseren Arsch riskiert, um Sie aus dem Camp zu bringen, damit Sie hier den Helden spielen. Sehr vornehm, Lucy. Das muss ich schon sagen. Ein Fauchen ist zu hören. Dann ein, eine gewaltige Detonation, die den ganzen Bereich erschüttert. Der Sentry hat die erste Rakete abgeschossen. Kimpel! kreische ich. Sind Sie noch da? Sagen Sie doch was. Ja, Ma'am. Ich bin noch da. Ein Husten ist zu vernehmen. Ich laufe in die Richtung und sehe den Sentry, der mit dem Rücken zu mir steht. Gerade hebt er wieder den Arm, um eine weitere Rakete abzufeuern. Verdammt, Heather, wieso dauert das so lange? Natürlich weiß ich, warum es so lange dauert, denn der Eingang zum Missile Center ist durch hochverschlüsselte Zugangscode gesichert. Dahinter befindet sich die letzte Verteidigungsbastion der USA gegen herannahende Raketen. Doch auch dieses letzte Wundermittel war anscheinend nicht ausreichend. Ganz offensichtlich war die Anzahl der Nuklearwaffen, die das Staatsgebiet der Vereinigten Staaten getroffen hat, viel zu groß, um sie, um sie rechtzeitig abfangen zu können, wenn nur alles noch intakt war. Ich greife mir einen alten Ventilator und werfe ihn gegen das Gehäuse des Roboters. Er dreht sich um und ich springe hinter die nächste Ecke in Deckung. Wieder ein Zischen, ein furchtbarer Knall. Ich werde durch die Luft geschleudert. Die ganze Ecke, hinter der ich mich versteckt habe, ist weggerissen worden. Nadelspitzen, Betonteilchen prasseln auf mich nieder. Auf dem glatten Fußboden schürfe ich mir ein Knie auf. Das Rumpeln kommt näher. Der Roboter biegt um die Ecke. Ich krieche am Boden von ihm weg. Der Schmerz im Knie verhindert, dass ich aufstehen und weglaufen kann. Kimble springt den Bot von hinten an. In letzter verzweifelter Versuch, ich starre in die Mündung des Raketenwerfers. Bitte, hoffentlich geht es schnell das bild erstarrt der präsident hin hängt hinten auf dem sentry ich liege am boden vor der maschine doch sie rührt sich nicht langsam sinken die mechanischen arme nach unten die lichter am kopf des bots erlöschen dann höre ich, hör ich das klatschen von nackten füßen auf dem boden heather sprintet um die ecke sieht uns sie rennt zu mir und wirft sich neben mir auf den boden dabei ruft sie baby geht's dir gut sag doch was ich kann nichts sagen noch immer rieselt Staub und kleine Betonteilchen aus meinem Hahn. Blut tropft von meinem Knie auf den Boden. Kimble lässt endlich von dem Bot ab. Er wirft einen Blick auf mein Knie, dann verschwindet er im nächsten Seitengang. Die Anspannung lässt nach. Ich beginne unkontrolliert zu zittern. Heather umschlingt mich mit ihrem Arm und flüstert. Es tut mir so leid, dass es so lange gedauert hat. Es war so kompliziert. Ich habe solche Angst gehabt, als ich all das Schießen und die Explosion gehört habe. Sie blickt mir in die Augen. Ihre Lippen öffnen sich leicht. Da kommt Kimble zurück. Er kniet sich neben mich auf den Boden und drückt eine Aut einen Autoinjektor an in mein Bein. Hab ein paar Stimpacks gefunden, sagt er. Der Schmerz lässt nach. Ich stürze mich schwer, ich stürze mich schwer auf Heather und stehe unbeholfen auf. Stimpaks sind starke Schmerz Schmerzstiller. Überdies regen sie die körpereigene Heilungsfähigkeiten an, sodass die Wunde an meinem Knie rasch kleiner wird. Sind die Türen offen und die Bots deaktiviert? Krächze ich, während ich Staub von meinen ehemals blauen Tweetjacke bürste. Ja, es gibt auch noch deckenmontierte kleine Geschütztürme. Die waren nicht gerade ein Kinderspiel. Was immer dort drin ist, muss ganz schön wertvoll sein. Ich zucke mir den Schultern. Das Programm hat ungefähr 2 Milliarden US-Dollar gekostet. Dafür hat RepCon auch ordentlich was auf die Beine gestellt, habe ich mir sagen lassen. Heißt das, du weißt gar nicht genau, was da drin ist? Doch, aber ich habe keine Ahnung, wie wir es zum Laufen kriegen. And the ranger, is aim was deadly with the big iron on his hip. Kimble und Heather starten mich an. Ich lasse mich schwer in einen Sessel in einem der verlassenen Bürokojen fallen. Sie wissen nicht, wie es zum Laufen gebracht wird, sagt Kimble ungläubig. Ich schüttle den Kopf und deute auf Heather. Aber sie wird es wissen. Immerhin ist sie eure beste Hackerin. Ich werfe ihr einen anerkennenden Blick zu. Die Agentin lächelt leicht. Klingt nach, ein, nach einer echten Herausforderung. Beide setzen sich auf weitere im Raum befindliche Drehstühle und ich beginne zu erklären. In der Zeit, wo Mom und ich damit beschäftigt waren, das Achenoa-Projekt voranzutreiben, ist die Gefahr eines nuklearen Schlagabtauschs der Supermächte immer größer geworden. Paps also mein Dad hatte die Leitung der Air Force Base El Segundo, El Segundo inne, die sich genau über unseren Köpfen befunden hat. Dadurch haben wir immer genau gewusst, was bei den Militärs vorgeht. REPCON wurde bereits Jahre zuvor damit beauftragt, Möglichkeiten zu finden, hereinkommende Raketen zu neutralisieren, bevor sie das Staatsgebiet der USA erreich, erreichen können. Zuerst haben sie ballistische Raketen entwickelt, aber die, aber die Probleme dabei liegen auf der Hand. Die Abfangraketen müssen über das Land in Silos verteilt werden, denn man kann ja nie wissen, wohin feindliche Angriffe zielen werden. Auf die Großstädte natürlich, auf bekannte Militäreinrichtungen, aber trotzdem. Also hat Repcon ein ganz neues Konzept entwickelt, wie sich herausgestellt hat, zeitgleich mit einem damals sehr bekannten Multimilliardär. Dessen Name war Robert House. House! Sowohl Heather als auch Kimble rufen den Namen. Ich nicke. Ich weiß es nicht mit Bestimmtheit. Aber ich gehe wirklich davon aus, dass jener Mr. House in Vegas genau der ist, den ich noch von früher kenne. Er hat nämlich schon damals in einer, in einer luxuriösen Penthouse Suite ganz oben im Lucky 38 Casino gewohnt, das ihm schon immer gehört hat. Das alles wären wohl zu viel der Zufälle. Wie auch immer, House war Eigentümer von Robco Industries. Was? Heathers Kopf ruckt hoch, ich nicke. Ja, wirklich. Er hat auch nach und nach immer mehr Anteile an Rapcon gehalten. Es lag auf der Hand, warum. Rapcon hat also dieses neue... Sie wollen mir doch nicht einreden, Ma'am, dass Mr. House noch immer lebt. Dann wäre er ja weit über 200 Jahre alt. Lächerlich. Es muss aber so sein. Und bisschen, glaube ich, sogar zu wissen, wie er das angestellt hat. Deshalb wollte er anscheinend auch diese geheime Anlage finden, mit deren Suche er euch beauftragt hat. Wende ich mich an Heather. Er hat natürlich genau gewusst, was hier zu finden ist. Militärgeheimnisse? fragt Kimble. Ich schüttle den Kopf. Nein, die kannte er alle schon. Wie gesagt, er war ja im Aufsichtsrat von REPCOM. Nein, er wollte etwas aus unserer Forschungsgruppe. Dieses Achenoa-Dingsbums? Heather schaut mich fragend an. Ich lächle bitter. Nicht einmal das. Er wollte das, was dabei als Nebenprodukt herausgekommen ist und was uns nur für Studienzwecke diente. Er war ja Inhaber von Robco Industries und alle Terminals, die es gibt, beinhalten Robco Software. Er hat versucht, meine Mom und mich zu bestechen, damit er uns dieses Nebenprodukt abkaufen kann. Aber wir haben abgelehnt. Dann muss er es irgendwie geschafft haben, ein Programm in unseren Computer einzuschleusen, mit dem er wohl die Daten stehlen wollte, die ihn so interessiert haben. Diese sind allerdings nur in den Terminals meiner Mom und von mir und darauf hatte er ganz offensichtlich bis zum Schluss keinen Zugriff. Als ich wieder zu mir kam, muss das Überwachungsprogramm ein dementsprechendes Signal an Haus gesendet haben, vor zweieinhalb Jahren. Er wird die Erfindung von uns nach wie vor brauchen, wahrscheinlich dringender denn je, denke ich. Heather kratzt sich am Kopf. Wir hatten das schon mal. Wie soll das Signal zu Haus gelangen sein, ohne intakte Datenleitung? Ist ein Wege weiter Weg bis Vegas. Ich nicke. Dann stehe ich auf. Ich weiß jetzt wieder wie. Über seinen eigenen Satelliten. Kimble und Heather starren mich an. Worüber? Fragt die Agentin. Ich deute auf Sektion D. Da drinnen ist die letzte, teuerste und neu neueste Entwicklung von Repcon. Sie haben einen Satelliten entwickelt, den sie in eine geostationäre Umlaufbahn geschossen haben. Bestückt mit einer Superlaserkanone. Dieser Laser sollte anfliegende Raketen erfassen und abschießen. Viele haben damals hier in der Forschung darüber gemunkelt, dass Haus einen eigenen privaten S Satelliten ebenfalls in All geschossen hat. Warum, das wusste niemand. Ich gebe zu, ich habe auch keine Ahnung wofür, wofür er den brauchte. Es ist eigentlich auch egal. Aber damit wird völlig klar, wie er die Signale seines Programms hier aus der Anlage empfangen hat. Ganz einfach und völlig kabellos. Das Programm hat die Satellitenantenne dieser Einrichtung genutzt, um den Flugkörper von Haus zu kontaktieren. Und dieser hat dann die Informationen zu ihm nach Vegas weitergeleitet. Deshalb wollte er wohl auch, dass ihr diese Datenkarte hier in irgendein Terminal steckt, wende, mich an, wende ich mich an Heather. Es ist dabei völlig unerheblich, in welches, denn alle haben Robco Software drauf. Das Programm auf dieser Datenkarte sollte endlich die Informationen auslesen, die Haus früher nie bekommen konnte. Er muss die Hoffnung schon längst aufgegeben haben, an sein Ziel zu gelangen. Das Signal ist für ihn sicher völlig überraschend gekommen. Deshalb wollte er also, dass wir die Person finden, die anscheinend dieses Signal ausgelöst hat. Und die sollte uns dann hierher führen, sagt Heather langsam. Ich nicke. Ein ziemlich verzweifelter Plan mit sehr vielen Unsicherheiten. Aber ich glaube, auch Mr. House läuft die Zeit davon. Apropos Zeit, gehen wir, tun wir, weswegen wir hierher gekommen sind. Kimball schüttelt den Kopf. Und wie bitteschön soll all das, was Sie uns gerade erzählt haben, unsere Truppen in der Mojave helfen?